Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Heute am 21.06. Friday, um 7:45 ungefähr. Jo, bisschen Zeit habe ich heute noch zum Aufnehmen, war schon heute auf dem Rad. Ist auch noch relativ humane Temperatur, in der nächsten Woche soll es 40 Grad werden. Und ja, ich bin jetzt hier beim letzten Mal, wo habe ich das beim letzten Mal überhaupt gemacht? Jo, ich war auf dem Weg nach Süden, stimmt, weil wir haben hier unten ja noch zwei Ziele, nämlich wegen der Schusswaffenlieferung, wo wir ein bisschen was sabotieren können. Ich glaube, die Müllentsorgung haben wir nämlich eigentlich so gesehen schon fertig, dass wir uns an den Boss, um den Boss kümmern können. Hier sind wir noch nicht ganz fertig, wir müssen noch $225 Schaden machen. Und da möchten wir jetzt natürlich ran. So, ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit, einmal war ich auf dem Rad seit letzter Aufnahme, gestern war die letzte Aufnahme. Und da habe ich auch ein bisschen was eingesammelt, aber mein Gott, es ist hier doch nicht so einfach, so reibungslos, wie ich gedacht habe. Weil, passt auf, warte. Ich war nämlich ziemlich genau in der Innenstadt hier, deswegen war jetzt hier auch der Speicherpunkt und mir fehlt noch richtig viel. Ich habe jetzt hier unten nur ein bisschen was holen können, weil einiges ist hier unterirdisch, einiges ist überirdisch und ist relativ anstrengend hier, zumindest in der Innenstadt, die Sachen zu holen. Aber ich bin zuversichtlich, irgendwann haben wir es geschafft. Doch, doch. Da bin ich sogar sehr zuversichtlich. Ne, mein Ziel ist heute, den Bezirk noch einzunehmen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal die beiden Schusswaffenlieferungen, also die beiden Punkte da einmal erledigen. Dann zurück in die Stadt fahren, beide Bosse kaputt machen und dann den Lieutenant fertig machen. Der Enzo? Enzo hieß der, glaube ich, ja. Also nicht allzu viel, ich schätze mal ein Stündchen werde ich heute aufnehmen. Ob ich das bis dahin alles schaffe? Oh mein Gott, ich habe die auch einfach verpasst. Ja, gut. Ist ja gute Bremsen, die nennt sich Wand. Ich glaube, mein Auto ist kaputt. Das ist komplett Schrott. Das hätte ich auch noch nicht. Also es ist nachvollziehbar, das muss ich ja schon sagen. Weil ich war schon recht fix unterwegs. Ich habe viel zu spät gerafft, wann ich abbiegen muss. Aber nein. Oh, ich wollte doch gar kein Geld abgeben. Scheiße. Bin dabei, Junge. Ich wollte gerade sagen, wie nicht möglich. Aber okay, das Schöne ist, ich kriege direkt mein neues Auto, was wieder Fabrik neu ist und die Schrottkarre kann ich da stehen lassen. Komm, steig aus. Let me in. Ruhig durch. Den möchte ich ungern töten. Aber das gehört immer zu deinem Job dazu, wenn du mit mir zusammenarbeitest, ne? Es besteht immer die Gefahr, dass ich dich überfahre. So, ne, weil wir haben uns schon relativ spät, wie wir auch schon angekündigt. Es kann sein, dass sie ein bisschen früher nach Hause kommt. Und dann gibt erstmal wieder bestimmt irgendwas zu essen. Ich weiß nicht, ob es da Burger King gibt. Keine Ahnung. Aber es ist wieder Spätschicht, also normalerweise Burger King Ambach. Aber es gab schon vorgestern, ne? Weil gestern war ja Feiertag. Dies ist der erste Pokal. Oh, wer erzählt da was? Seit 1945. Irgendwas zeitgemäßes? Keine Ahnung. Es kam es, um das Tigerstadion zu unruhen, bei denen 5 Streifenwagen zerstört und ein Taxi in Brand gesteckt wurde. Da habe ich nichts mit zu tun. Garantiert nicht, hoffe ich. Keine Ahnung. Achso, wie ihr auch seht, ich habe mir mal Panzerung geholt, die jetzt auch schon etwas. Oh, jetzt bin ich noch gar nicht so weit. Die auch schon etwas lediert ist und ich habe mir ein bisschen Medizin holen können. Ich glaube, ich hatte letztes Mal nur eins. Ich bin auch zweimal gestorben, tatsächlich, ja. Weil, einmal war ich zu ungeduldig, ich habe gedacht, ach komm, den Sturz wirst du schon überleben. Habe ich übrigens nicht überlebt, ja. Und ein paar sammelbare Gegenstände waren in dem Polizeirevier, wo ich dann auch wieder dann gesucht worden bin. Und ja, die haben mir einfach über den Haufen geballt, die Schweine. Aber ist halt so, ne. Kann man nichts dran ändern. Ich hätte sie vielleicht vorher kaputt machen können, ich hätte mehr Mühe mir geben können. Aber nee, nicht wenn ich auf dem Rad bin. Da muss ich stupide Sachen machen. Ich hab da keine Zeit, mich zu konzentrieren. So Virtual Tennis. Kein einfaches Spiel, aber das kriege ich hin. Also mit Schießen und so. Nee. Handel mit Militärwaffen. Wollte ich gerade sagen, ich werde damit bestimmt nicht handeln. Okay. Hallo. Na, ihr? Ja, super. Was soll ich denn hier machen? Keine Ahnung, wo ich hier anfangen soll, um ehrlich zu sein. Dupti-dupti-du. Er hat mich gesehen. Okay, dann leck mich doch am Arsch. Wisst ihr was? Fickt euch alle. Ist alles gut. Fick dich, fick dich. Ich weiß jetzt nicht, wer böse ist und wer gut ist. Du bist ein Bösewicht. Komm aus der Deckung raus, du feiges Schwein. Was zum... Nicht nachladen jetzt. Du bist auch echt ein Haufen Scheiße. So. Okay, schnell in Deckung. Es beginnt ja schon mal wieder hervorragend, ne? Okay, das war wichtig. Nein, der lebt noch! Du kleine Drecksau, Alter. Was fällt dir ein? Okay. Das läuft ja super, ne? Echt ein super Anfang. Scheiße! Ey, lass mal die Deckung da, du Arsch. Okay, müssen wir jetzt mal wieder die Pistole nehmen. Zack. Wo ist der Typi? Zack, zack. Fall doch bitte hin und stirb. So.
Erwischt. Gut. Ja, ich hab die Schadensumme erreicht, toll. Bring mir jetzt gerade. Geh Deckung! Ist der Holzberg jetzt im Weg oder treffe ich ihn? Ich glaube, der kann sich so ganz entscheiden. Das Spiel. Fick dich, Alter. Jetzt ist da noch einer, der schießt mich über den Haufen? Nein, doch nicht. Ja, aber nicht so cool hier, muss ich ehrlich sagen. Oh, Raketen. Nein, doch nicht. Das ist das, was ich kaputt schießen muss. Flums. So geht das nämlich. Das Geld nehmen wir natürlich mit. Das machen wir. Nee, habe ich leider nicht getroffen. Ey, ich raff das nicht. So. Dankeschön. Geht doch. Hat auch schon mal mehr Munition, muss ich sagen. Hey, hey, hey. So, was ist jetzt hier noch? Hier drin ist noch was oder wie oder wo? Jo. In der Tat. Ja, komm, von draußen abschießen. So, von hier so. Ups. So, wäre der Bereich schon mal gesichert. Ich heile mich mal vorsichtshalber. Besser ist das. Aber kein Medizingedöns irgendwas, ne? Das ist echt... That's not very nice. Ey, wo ist das letzte Ziel? Hier war doch noch ein Ziel gerade. Ah, es ist schon wieder weg, weil ich das schade... ist doch scheiße, ist das echt. Mann, ey. Ich hebe ja doch nicht umsonst auf. Ach, dann leck mich doch am Arsch. Echt, ganz lieber. Am Hobel blasen kannst du mich. Geheilt bin ich. Sehr gut. Zwei habe ich auch noch. Dann können wir jetzt natürlich eine schusssichere Weste holen, aber... Nee. Nee, das ist zu einfach. So, dann ab an die Bosse. Kurzer Kontrollblick. Nimmt alles auf. Jo, sieht gut aus. Oh, Medizin. Ja gut, die nehmen wir uns nochmal eben kurz mit. Nur scheiße, glaube ich, hier willkommen bin oder nicht. Wie? Geschlossen. Das werden wir nur sehen. Ich werde diesen Arsch an die Bullen verpfeifen. Den, hast du mich gerade Arsch genannt? So. Ich finde den Schlag so toll, den ich die Frau gegenüber anwende. Ein kleiner Klapser in die Fresse. Reicht. So. Mehr wollte ich doch gar nicht. Aber wenn ich schon mal hier bin. Die haben die Kasse vorgeleert, die Schweine. Haben sie gut gemacht. Na gut. Aber wie stumpf der Schlag auch einfach ist, ne? Liegt sie da noch? Ja, bestimmt. Interessiert die Passanten auch nicht, ne? Entschuldigung. Wollte deine schöne Karre nicht lädieren. Baby. So. Jetzt haben wir wieder ein weites Streckchen vor uns. Jetzt bin ich für ein so eine Kacke für 200 Dollar ein bisschen in den Sumpf reingefahren, ne? Muss ich sie auch mal reintun. Ist doch völlig krank. Aber gut. Wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall erstmal um die Müllentsorgung, um den Kollegen. Ist das der Poppy? Ich glaube, das ist der Poppy, ne? Autsch. Ja, der wollte nicht. Ich glaube, ich hatte keinen Bodenkontakt. Deswegen hat ihm nicht gelingt. Egal. Ne, kümmern uns auf jeden Fall erstmal um den und dann erst um den Waffenboss. Bei Müllentsorgung, ja gut. Andererseits, der lässt Leichen beseitigen. Das ist vielleicht auch schon um. Gott, war das knapp. Vielleicht doch schon ein bisschen badasserer Motherfucker, als ich jetzt gerade denke. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Auf die Typen selbst kommt es ja meistens nicht an, sondern nur, wie gut sie bewacht sind. Oh mein Gott! Alter, das war ein Hardflip. Tony Hawk's Pro Mafia 3. Geil. Und mir geht's eigentlich gut, ne? Gut, einen Energieball habe ich verloren. Das müssen wir erstmal nachmachen. Ich will die Trophäe dafür haben, ihr Schweine. Der war ja mal richtig geil. Wo ich plötzlich einfach wieder auf den Reifen gelandet bin. So der Mörder. Ich muss mal mehr auf die Map achten. Ich achte zu sehr auf die Pfeile. Genau, ohne P am Anfang. Pfeile. Ja, könnte ich mir zwar viel Scheiße da holen. Ja, ein bisschen Kickback und sowas. Was haben wir hier im Konto? 2.100 habe ich gerade. Alter Vater, nur in dem einen Versteck geholt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann kann ich mal hier mal kurz einen Stopp machen bei Vater James. Er ist gar kein Vater James. Das ist immer nur ein Rennen. Aber ich vertue mich da immer. Ich möchte gerne zu Fuß das Rennen bestreiten. Wie komme ich denn hier rein? Ach, guck mal. Hallo. Bin da, wer noch? Ich sehe nichts. Nein, okay, da ist er nicht. Alter, es ist dunkel hier. Ich habe den Medizinschrank gefunden. Das freut mich schon mal. Soll ich mich schon mal heilen? Naja, noch nicht. Noch nicht. Vielleicht wird es ja gar nicht notwendig, ne? Wenn ich das hier gleich komplett durchstealthe. Toni hat geschrieben übrigens, wie wir pfeifen. Wenn er oben zeigen oder unten zeigen, weil es scheint wohl nicht immer zu klappen. Wir können es ja gleich einfach mal ausprobieren, ne? Wenn wir in der Deckung sind.
Ich überfahre jetzt niemanden. Weil da sind ungefähr 230 Polizisten hinter mir. Ach, guck mal, da ist Energie. Ah. Hallo, Maria. Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen. Hast alle zu Tode erschreckt. Ja, bist stolz auf mich, ne? Klar. Hobby, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Das scheint sie zu freuen. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Hängt ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ich weiß immer noch nicht, wo Mr. Simmons sich da reinmanövriert hat. Na okay, schauen wir mal. Ich wusste es doch, Müllhalde, war so klar, ne? Achso, nee, nicht rausgehen. Ich wollte doch noch. Jetzt ist er hier gar nicht drin. Die Map ist ja auch manchmal ein bisschen überarbeitungswürdig, aber okay. Ja gut, wenn er direkt da draußen dran war, ist das in Ordnung. Da war es mein Fehler. Meine Nase. So. Was ist das da eigentlich hier wieder für eine Polizistenbar? Ist ja unglaublich. Ich hoffe mal nicht, dass ich für den Waffenfutze wieder irgendwie in die Sümpfe reisen muss. Weil da reise ich wirklich nicht so gerne hin. Das ist ein sehr undankbares Gebiet, finde ich. Aber echt, dass das auch 1000 weg ist, ne? Also es scheint doch echt ein größeres Gebiet zu sein, als ich irgendwie den Anschein habe. Als ich den Anschein habe, als es den Anschein hat, so rum. Rausche die, rausche die, rausche die. Und die Lampen gehen extra für mich an im Tunnel, ist das nicht nett? Oh scheiße, es zuckt. Bin zu schnell für das Spiel. Ach komm. Jetzt ernsthaft, das war eine Leitung. Ach, okay. Okay, das ist ganz viel rot. Kann ich irgendwie einen Luftangriff hier beantragen oder sowas? Das wäre mal ganz nice. Das Schlimmste, was mir hier jetzt passieren kann, ist, dass ich Verstärkung gleich rufe und ich wieder von hinten angegriffen werde. Das wäre ätzend, aber der Rest... Na, warten wir mal ab. Sind wir schon... Wir sind wahrscheinlich schon Wachen am Eingangsbereich, ne? Oder auch nicht. Wie schön, dass ich so ein leises Auto habe. Recommend to cool, soothe and reduce the... Hier gibt's nichts zu sehen. Schwör ab. Haben die mich jetzt schon entdeckt? Du hast nichts gesehen. Scheiße. Ja, okay, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich. Okay, es wird eine Ballerei. Und bis sondergleichen. Wir sterben wie die Fliegen. Nachladen. Wo gleich irgendein... Alter, bist du ein Scharfschütze? Auf damit. Boah, die Pistole ist so gut. Echt, ich liebe sie. Ich würde mit ihr Sex haben, wenn es ginge. Boah, die ist so genau. Richtig, richtig gut. Einfach mal einen Scharfschützen weggeballert. Auf später Entfernung. Mindestens. Dann gehen wir erstmal hier rein. Den Wachposten eliminieren. Oh, scheiße, das sind auch noch Leute. Ja gut, okay, die sind jetzt erstmal keine Gefahr, glaube ich. Lal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 a. Bist du mich süß. Scheiße. Ja, komm ruhig hier rein, kein Problem. Das ist so schlecht, ne? Das ist so schlecht. Ja, geil. Okay, da ist ein Medizinschrank. Bist du hingefallen? Was ist los mit dir? Ich glaube, der ist hingefallen, tatsächlich. Was, wo ist er? Ich sehe keinen. Mann! Der ist durch den Kopf durchgeflogen. Der Kugel, genau. So, leck mich doch einmal. Du kannst leider nicht durch Wände schießen. Noch nicht. Entschuldigung. Okay. Hallo. Oh, scheiße. Aber wäre auch geil gewesen, wenn ich den Feuerlöscher kaputt geschossen hätte, ne? Hätte was gehabt. Ich sehe nichts. Aber jetzt ohne Scheiß, ich wurde jetzt wieder einmal getroffen, ne? Und ich habe meinen Energiebalken verloren. Komplett. Keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Hab einen entdeckt, Jungs. Der schießt auf mich. Verfluchte Vollidioten. Hab ihn im Visier. Zeig dich, komm. Er hat noch einen von uns gekillt. Komm her.
Scheiße. Okay, jetzt habe ich ihn. Kurz und schmerzlos. Natürlich werbe ich dich an. Bitte für mich und alles bleibt einfach. Wenn nicht, wird es hier ganz schnell ungemütlich. Okay, was immer du sagst, Mann. Siehst du, wie leicht das war? Bouts! Ja, mega, ne? Das ging ja wirklich echt wie am Schnürchen. Ich bin überrascht. So, damit sie auch mal die Klappe hält, ne? Sie kriegt selbstverständlich eine deutsche MFB. Dieses hochmoderne Militärmodell ist auf Treffergenauigkeit und größere Munitionskapazität hin optimiert und richtet mehr Schaden an als andere MPs. Klingt ja gar nicht so uninteressant, ne? Komm, kriegt sie. Dann freut sie sich auch mal und beschwert sich dann nicht mehr. Schick, wenn immer du kannst, nach Barclay Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Natürlich, Bruder. Wir sind gleich bei dir. Wir werden uns gleich jetzt auch erstmal schön selbst aufrüsten. Ein bisschen Medizin fressen. Ne? Ich glaube, hier ist auch irgendwo eine schusssichere Weste. Und vielleicht nochmal das ein oder andere Geldscheinchen. Kann ja auch sein, ne? Nach meiner Ausmusterung da bin ich rumgezogen. Ungefähr 3 Monate. Hab hier und da rumgejobbt, bin auch schon mal wegen der Schlägerei verhaftet worden. Dass ich in ein Seminar gehen will, Priester werden und so, das war schon irgendwie klar, hat dann aber doch noch gedauert. Nach dem Seminar machte Bischof Jenkins mich zum Leiter eines Heims für farbige Jungs. St. Michael's hieß es. Vom ersten bis zum letzten Tag war dieses Waisenhaus ein Drecksladen der übelsten Sorte. Aber ich war gern dort. Ich habe den Kids so gern geholfen. Selbstlos wie eh und je. So, oh, dahin ist schon Energie. Alles cool mit uns. Rede mit dem Emanuel. Erstmal das. Dankeschön. Wie viel Medizin können wir jetzt eigentlich sammeln? 6 sogar. Puh, mega. Ja, schusssichere Weste habe ich jetzt natürlich nicht gefunden. Ist aber auch halb so wild. Aber wir können. Oh. Schon mal, ne? Irgendwo. Ups. Geh doch gar nicht so weit weg. Ja, gehen wir da mal eben hin, ne? Ist aber immer nötig, jetzt hier immer von der Müllkippe runterzukommen und so. Müllkippe sind fast genauso schlimm wie Baustellen, ne? Da gibt es halt meistens nur 1 oder 2 Wege, ne? Und die muss man erstmal finden. Es gibt 12.000 unterschiedliche Höheneinheiten. Ach, egal. So. Und dann ab zum Waffengedönskirchen. Aber hier wäre erstmal zu Conny DeMarco. Der erzählt uns dann, wo der Boss ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. So, die Unterboss, die sind auch eh ein bisschen charakterlos, finde ich, ne? Also die Lutenz und so sind eigentlich, also sind wirklich die Charaktere, die man auch wiedererkennt. Klar. Aber, die jeweiligen, ich nenne es mal, Geschäftsführer von den Stadtteilen. Bei denen wir halt immer 2 halt anwerben können oder töten können. Über die erfährt man nicht sehr viel, ne? Ja, okay, das passt schon. Wir sagen, dass die Farbe vielleicht nass ist. Ich höre gerade nur wegen der Mondlandung, wie gerade gesprochen im Radio. Auch nicht schlecht. Wir nehmen einfach mal die Abkürzung. Wenn wir den dürfen. Sieht erstmal gut aus, ne? Oh, das passt. Ich finde, ich sollte die Pfeile ein bisschen früher machen, ne? Also wie vor der Kurve, nicht mitten in der Kurve. Und ich gucke einfach aufs Radar, das ging natürlich auch. Das wäre zu einfach. So, Conny, was geht? Was hast du? Heilige Scheiße. Bei Santini hast du ganze Arbeit geleistet. Der verschiebt so schnell keine Waffen mehr. Santini heißt der Kollege, so. Ist auch keine Geschäfte mehr, kein gar nichts, ne? Nee. Ich hab's nicht gesehen. Wisst ihr was, scheiß drauf, dann mache ich das jetzt nicht. Verdammt, du schindest Eindruck, Kleiner. War nicht bös gemeint. Hör mal,
Santini mag's gar nicht, wenn Leute meinen, sie bräuchten für Schutz nichts zu zahlen. Und anscheinend traut ihm keiner mehr zu, dass er die Waffendeals durchzieht, wie sonst. Das hat ihn bestimmt ziemlich sauer gemacht. Lässt ihn, Enzo und Marcano ganz schön schwach aussehen. Geh mal rüber zum Güterbahnhof. Santini ist gerade dort und überlegt, was er machen soll. Mach's gut, Conny. Immer schön sauber bleiben. Wenn du Santini nicht erlöst... Was ist das für eine Reaktion? Er löst den armen Bastard doch von Santini. Ja, gut, ich sag mal, halt, eine Time ist noch nicht erfüllt, ne? Aber gut. Ich schätze mal, dafür wird jetzt irgendwie nichts kaputt gehen. Aber vielleicht werden die Einnahmen jetzt ein bisschen niedriger sein als normalerweise. Als wenn ich alle Missionen erfüllt hätte. Aber Schaden genug haben wir ja angerichtet. Ich hatte gerade. Ich habe jetzt einfach schlicht und ergreifend keinen Bock gehabt, nochmal da hinzufahren. Jetzt bin ich schon mal hier, ne? Und es war auch wirklich meine eigene Doofheit. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich dachte, der wäre weiter südlich gewesen, der Punkt.